So, hallo, herzlich willkommen, Alter. Guter Start. Nein, herzlich willkommen, wir sind seriös. Bei der internationalen Österreich-Rundfahrt, Etappe Nummer 1. Wir schauen uns die Favoriten an. Bevor wir das machen, möchte ich natürlich sagen, mit dabei ist der gute alte Jochen Trocken Knochenpuppen. Ja, man kann man so ungefähr benennen, gell? Kann man so sagen, gell? Hättest du jetzt nicht mit gerechnet, oder? Sag mal. Nein, Mann. Nein, natürlich. Weil mittlerweile, ich bin ja so ein cooler Playboy. Ja. Ja, man nennt mich nicht mehr so, man nennt mich einfach nur cooler Playboy. Okay, also mit dabei ist der coole Playboy. Nächste Spitzname. Ja, wir gucken uns die Favoriten an für die erste Etappe hier in Österreich. Soler ist Top-Favorit hier für das Bergzeitfahren. Kann man verstehen. Kann man wirklich verstehen. Villermos ist auch mit dabei. Auch Hirt. Und Bargi ist mit dabei. Ach, so ein King. David Godou ist mit dabei. Ja, okay. 20 Jahre alt. Auch nicht schlecht. Patrick Konrad, der leider nicht bei uns den Vertrag unterschrieben hat. Das ist sehr schade, ne? Das ist traurig. Das ist auf jeden Fall, man muss echt sagen, es ist definitiv nicht schön. Okay. Jesus Herrada zählt zu den Favoriten, genauso wie Thomas de Gendt. So, dann haben wir noch Rein Tarame, Ricardo Zeudel, Alessandro De Marchi und Lawson Craddock. Ja, toll, ne? Ich bin mal gespannt aufs Bergzeitfahren. Ja, ich auch. Wie sehr ich verkacken werde, oder was? Also wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja. Ah, okay. Ja, dann gucken wir uns das an. Wir sehen uns nach dem Ladescreen. Obwohl, wir lassen ihn nicht. Ja, okay, bis gleich. Tschüss. So, da sind wir beim Bergzeitfahren. Irgend so ein Typ, Meiler heißt der, startet als erster. Martin Meiler. Von irgendeiner ganz besonderen Mannschaft. Nämlich von, wo fährt der? Jetzt sehe ich ihn auch. Sehr schön. Ah ja, hier von Team Vorarlberg, also Konkurrenz aus Österreich sozusagen. Achso, Spengler ist schon unterwegs. Ups, ja, schön gepennt. Aber wir gucken mal. Schauen uns jetzt die Strecke mal an. Ich finde es gut, dass Fairwerk auf jeden Fall als letztes startet. So haben wir hier die Möglichkeit, uns das Ganze erstmal anzugucken. Es ist ja mega kurz, ey. Ist ja krass. Ja, ist echt so kurz, ne? Ja, 800 Meter. Kilometer? Was ist da los? Was? Ja, 800 Meter sind's. Ganz ehrlich, wenn ich der Fahrer wäre, ich würde sagen, Jungs, dafür steige ich nicht auf den Sattel. Ja, ganz ehrlich, ey. Krass, das wäre echt mega wenig. Ja, ist halt ein Prolog, ne? Das ist wirklich ein Witz. Ja. Ja gut, mein Gott. So, Jan Sokol ist unterwegs. Gucken wir mal, was der für eine Zeit schafft. Aber ist ja eher ein Sprinter, von da. Oh Gott, der hat auch eine scheiß Tagesform. Kommt da auch noch dazu. Aber kann man bei 800 Metern viel Zeit verlieren? Nein, oder? Überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Aber wobei, da rechts sieht man schon ein paar Sekunden so. So eine halbe Minute verliert da schon der eine oder andere. Ja, wird schon Sinn machen, ne? Aber es ist schon... Ist schon hart, ja. Oh, Hutaro wird startet. Der kann ja besonders gut Berge. Da konzentrieren wir uns natürlich auch drauf. Man hat 51 am Berg, da geht einiges. Da geht definitiv... Haben wir so einen guten gesehen wie Hutarovic? Also am Berg nicht, nee. Nee. Auch nicht. Ja, komm. So ein King einfach nur. Gib Gas, Alter. Ach du Scheiße, ey. 38 am Ende, naja. Aber die sagen gerade alle so lang. Ja, cool, bei mir ist halt. Ich glaube, ich hätte einfach Vollgas geben müssen, ey. Aber die sehen so langsam aus, das muss irgendwie voll die Ultrasteigerung sein. Ja, ja. Ja, 11%, man startet direkt bei 11% Steigung, ey. 11%? Mhm. Das ist schon deftig. Ja, Kleine, was? Ja, mein Vater hat gerade noch rumgefickt. Rumgeschrien. So. Hör mal. Komm mal ran hier. So, Stewie. Also man muss hier, glaube ich, echt Vollgas geben, ey. Man kommt hier jetzt... Mann, bei mir war gerade einfach die Bande auf der Straße. Geil. Einfach nice. Oh Mann. Achso, wir können ja mal gucken, wer hier für... Gaia Rural am Start. Das mache ich nämlich auch sonst immer. Wenn die mitfahren, gucke ich immer, wer da mit dabei ist. Achso, um mir noch ein bisschen... Ja, falls du mal zufällig reinschaust. Ja, genau. Ja. So, für Gaia Rural ist mit dabei Ingo Krampitz, dann der gute alte Caris Sosa, Gonzales, Lastra, Molina, Saez und Salas.
Also. Sosa sollte eigentlich gar nicht so scheiße sein, Bitte? ja. Sosa sollte eigentlich nicht scheiße sein. Sosa ist aber. Ist ein bisschen komisch, dass sie nur die Sprinter dabei haben. Und Patrick Konrad ist einfach schneller als Marc Soler hier beim Zeitfahren. Krass. Ups. Wow. Bockauf verpasst. Naja, passiert, ne? Passiert hier alles. Das passiert schon mal. Ist ja egal. Aber das hätte ich nicht erwartet. Wahrscheinlich ist Konrad einfach viel besser in Form. Wer ist jetzt Favorit von deiner Mannschaft? Wahrscheinlich Fährwacke, würde ich sagen. Ich meine jetzt so halt also von der kompletten Rundfahrt Ja, her. auch Fährwacke. Ist ja bergig. Da sollte es Luis Fährwacke sein. Mal gucken, was er halt überhaupt schaffen kann, weil die Konkurrenz ist ja schon nicht schlecht. Mit Ja, Villermos. die Konkurrenz ist bei der muss man auf jeden Fall sagen, bei der Konkurrenz läuft's in jedem Falle, ey. Das kann man eigentlich so sagen, ja. So, Brajkovic Das ist ist krass, drin. Oh, ne? Zehnter sogar. Janis Brajkovic, nicht schlecht. Ah, nicht schlecht die Zeit. Jetzt ist er bei mir im Ziel. Die geil. Aber ich spoilere ich jetzt voll, ne? So gesehen. Ja, ist auch nicht schlimm. Ist auch Oh, nicht so. schlimm. Dieser David Godou ist auch richtig stark, ey. Der ist 20 Jahre jung. Man hat schon richtig schön was auf dem Kasten. Aber Soler ist auch noch Zweiter. Ja. Mal gucken, wie lange du das noch sagst. Ja, die Bande steht echt einfach auf der Straße. Jetzt sehe ich es auch mal. Jetzt ist Soler Dritter, Izagirre Vierter. Ja. Ist eigentlich auch nur Gorka Izagirre, ne? Also. Jon wäre schlimmer. Von daher. Haben wir da doch definitiv kein Problem mit. So, Biedermann war jetzt nicht so besonders. Und jetzt kommt dann gleich noch der gute alte Fährwacke. Schauen wir mal, Auf was. den muss man hoffen. Richtig. Ja, bin ich mal gespannt, was der für eine Zeit hinkriegt. Hoffentlich rasiert er mal. Geschke ist auch mit dabei. Lol. Geschke? Ah, guck mal, so leer ist immer noch Dotter. Ich meine nur. Soler ist immer noch dritter, ja. Das ist absolut dick. Ja, gut, aber halt, wenn es halt einfach wirklich nur 800 Meter Prolog ist, wo es halt einfach hochgeht, warum soll er da auch verkacken, ne? Das stimmt, ja. So, Fährwacke ist jetzt im Ziel. Fünfter. Ach du Scheiße, Alter. Tschüss. Da haben wir direkt einen rausgehauen. 8 Sekunden hinter Patrick Konrad. Bei mir, fährt er noch langsam ins Ziel. Jetzt ist er drin. Also, Fünfter ist schon mal nicht schlecht, muss man sagen. Mal gucken, was Villermos schafft. Der wird wahrscheinlich, aber Zeudel ist auch noch schneller. Ah, mal gucken. Ja, Villermo ist wahrscheinlich schneller. Da muss man. Auch Jan Hirt wird schneller sein. Oh, Taramee kommt Ja, auch noch. Ach du ein paar werden Scheiße. jetzt schon. Ja, Rada kommt noch. Craddock. Gut, Ja. Radar ist in der Null. Top 10 ist aber drin, hoffe ich mal. Also, die Zeit war echt nicht schlecht. Ach, Ulissi Ja, ist gut, aber auch am jetzt Start, aber Alter. 10 Sekunden zu verlieren wäre jetzt ja nicht so schlimm, So, ne? Daniel Oss ist der Letzte, der hier fährt. Aber ich glaube. Ja, nee. Top 10 schaffen wir safe. Krass. Er ist doch stark, hätte So. ich jetzt aber nicht Hätte ich gedacht. jetzt auch nicht gedacht. Also, Jan Hirt ist hinter uns. Taramee war hinter uns. Herrada war hinter uns. Krass, also. Gut, Ulissi hat uns noch überholt. Williamo ist am Ende sogar noch Erster geworden. Krass. Wow, Das ist krass. krass. Naja, damit also Etappen. Aber es ist schon mal ein guter Einstand, Ja, ey. Und ich meine, definitiv, definitiv. dafür, dass da so ein Feld dabei ist. Ja. Also Etappensieg für Williamo vor Konrad und Godu. Dann Soler, Gorka Izagirre, Zeudel, Ulissi, Cardoso, Herklotz und Luis Fährwacke Montan. Also auf Platz 10, logischerweise auch in der Gesamtwertung. Also Punktewertung können wir sieht eigentlich ja eh so sagen, wir aus. sind so stolz auf Wir uns. sind wirklich stolz, Alter. David Goudou führt in der Nachwuchswertung vor Soler und Herklotz. Und da ist Fährwacke sogar Vierter, also. Ja, ist nicht schlecht. Movistar ist Erster in der Teamwertung vor Bora und Agilizer. Gut, da sind wir jetzt nicht mit dabei. Aber Kairoal guck mal, auch nicht, aber. CCC hat auch zwei Leute in die Top 10 reingehauen, ne? Echt? Bei Nachwuchsfahrern, ja. Nachwuchsfahrer?
Krass, die sind auch Vierter in der Teamwertung. Michael Schlegel und Felix Großschartner. Das ist sogar ein Österreicher, krass. Vielleicht könnten wir die sich mal angucken. Vielleicht sind die fürs Transfer. Ja, Großschartner hat leider noch einen Vertrag und Schlegel auch, schade. Aber der Schlegel ist halt auch nicht so. Ich meine, er hat einen ganz guten Bergwert für 22, der hat 73. Aber der Rest, ja, ist okay. Ist ein Talent, ja. Ist okay. Gucken wir mal, ob uns irgendjemand antwortet oder so. Das wäre ja auch mal schön. Ja, guck mal nach. Das wäre doch grandios. Aber war ein guter Einstand in die Österreich-Rundfahrt. So kann es ja, doch mal safe. Losgehen. Also, so kann man auf jeden Fall starten. Richtig. Also das ist sehr, sehr gut. So, Marcel Kittel gewinnt die Etappe bei der Tour de France. Das mal nebenbei gesagt. Kunego, ganz ehrlich. Nee, Kunego, sage ich jetzt mal tschüss. Irgendwann ist auch mal gut. Ich habe ihn tatsächlich angefragt. Ich bin einfach schrecklich. Das ist Kunego. Ja, natürlich. Lol. Wir reden von mir, also ich meine. Ja gut, das ist verständlich. Ja. Ich verstehe es. Es ist auch okay. Ja. Also, es ist halt bei mir wie bei mir mit Neve. Ne? Ich habe Neve auch einfach nur geholt und habe ihm Amador vorgezogen, weil ich ihn halt einfach. Weil er halt einfach ein King ist, sag's so wie es ist. Nee, einfach weil ich ihn mag, halt, weil es ein Spanier ist und. Vor allen Dingen auch noch ein Baske. Also ist es. Du hast definitiv verstanden, worum es geht. Genau. Einfach darum, die weiß-rot-grüne Flagge überall zu sehen. Darum geht's. Darum geht's im Kern. Ja, ich. Asi Productions. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Etappe wieder, wenn ihr Bock habt. Hast du noch irgendwelche weisen Abschiedsworte zu sagen? Aktuell noch nicht, aber wir warten auf die zweite Etappe. Alles klar. Dann bis dahin.